So, weiter geht's. So macht man jemanden Matsche. Und weiter geht's. Das ist richtig. Fähigkeit. Ach so, mit F3 kann ich das. Fähigkeiten hab. Ah Mann, das wollte ich jetzt. Das. Weiter geht's. Sie ist allein hier! Das hat so nicht funktioniert. Warum soll ich nochmal F3 treten? Was denn? Ach so, oh Gott. Ich habe keinen Plan. Zeit bis morgen. Nein, hat es nicht. Also tu, was dir gesagt wird. Und übrigens, für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Habe nur Probleme. Alter. Also, das ist keine Kiste für mich. Was machst du denn? Nee. Frau, ein so weiß. Ja, häng mal hier drin. So. Jeppa. Ja. Alter, was ist das für Grä? Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben Methorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Bei Gott! Und
das Schwarzlicht wird es vollständig transparent. Dieses Wolkendach. Ich sollte das Artefakt Helmbrom beschleunigen. Also wenn ich das sagen darf, das wäre eine ausgesprochen schlechte Idee. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Das verstehe ich nur nicht. Damit springst du hin und das geht mir nicht ein. Aber gut, wenn er da zum Denken spinnt, er da zum Kämpfen. Ich sollte hier sofort raus. Jo, ich mach mit. Komm schon, Edi. Ich dachte jetzt schon, ich bin tot, weil ich gerade nicht kurz aufgepasst habe. Das war reichlich knapp. Das ist richtig. Ich brauche einen Ausgang. Kann die Maus nicht drehen. Hä? Warum kann ich die Maus nicht mehr drehen? Okay. Vielleicht jetzt hast du gewollt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt. Wow. Fast geschafft. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's weiter. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London?
Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Das schrie. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Zwischen Frequenzen, da habe ich immer so Mikrolags, ne? Weiß nicht, ob ihr die auch habt. Hatte ich gerade nicht im Kopf. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent Acosta, kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerung. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Ui, also ich kann ja nicht. Nee. Achso. Das geht immer so einfach und ich mach's mir so kompliziert. Oh nee. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf! Verzeihen Sie, Sir! Hey! Komm zurück, du räudiger Landfänger! Halt! Warte, der Bengel schnell. Ich krieg dich! Wo ist er hin? Nein! Fein, du kleiner Verbrecher. Behalt es. Seht mal an.
Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Reißen dich in Stücke. Spaltet ihm den Schädel. Ein paar letzte Worte. Reiß dir die Zunge raus. Aua. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern, nicht wahr? Nicht mehr seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Ausgangspunkt. Nein, die Club. Du wirst wieder verlieren. Auf keinen Fall. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau, ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie, seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspiele im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Erklimmt den Schornstein, dann könnt ihr euch ganz London ansehen. Hoch da! Yeah, ich hab das drauf! Hey. Achso, das geht nicht so. Ach. Alter. Gib doch mal diesen Ausblick, ne? Boah, bombengeil. Leck. What the hell? Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Okay. Ich glaube, die zwei stehen aufeinander. So sieht das zumindest aus.